Dagelfing lockt mit einem Donnerstagabend-Renntag. Und wir freuen uns drauf. Wenn ich sage wir, dann meine ich Sascha Multra und ich. Wir sind das Team am Donnerstagabend und haben jetzt vor, mal ein bisschen die V6-Wette zu besprechen. Sascha, geht's dir auch so? Ich mag ja so nach der Arbeit dann einen schönen Renntag, das hat was. Abendrenntage immer mit ganz eigenem Flair. Wir haben einen großen Vorteil, der Wetterbericht ist gut. Es ist zwar immer noch verhältnismäßig kühl, aber es soll trocken sein. Und wir haben ein knackiges, schönes 7-Rennen-Programm mit zahlreichen Wetthighlights, sodass man das, glaube ich, nicht verpassen sollte am Donnerstagabend. Genau, mit 3er-Wett-Jackpot darf man auch nicht vergessen, wir reden jetzt über die V6-Wette. Das erste Rennen ist nicht mit dabei, das ist das Trabreiten. Wir freuen uns auf Ronja, Walter und Co. und schauen direkt auf das zweite Rennen. Da sind insgesamt 9 Pferde angegeben. Es ist der Start also für die V6-Wette, die mit 5.000 Euro Garantieauszahlung also dekoriert ist. Wie schwierig ist die Auftaktaufgabe für alle Wetter? Ja, es ist ein Handicap, das durchaus seine Tücken aufweist. Wir haben natürlich, das sagt das Handicap schon, nicht unbedingt die formstärksten Pferde unter der Sonne hier am Start. Eine sehr ausgeglichene Prüfung mit einem Kandidaten aus dem Stall Geineder, der vor kurzem in Kitzbühel ein C-Bahn-Rennen gewinnen konnte, da seine gute Form gezeigt hat. Das ist die Startnummer 8, Gri DiCaprio. Den sollte man sicherlich auf den Wettschein nehmen. Ich glaube, dass es sehr, sehr gute Chancen gibt für Bellini Rosso, diese Prüfung für sich zu entscheiden. Der fiel ja zuletzt in Straubing am 24.01. mit einem Fehler aus, war davor allerdings drittplatziert in Straubing, zeigte da seine gute Form. Und es gab da wohl so ein kleines Wehwehchen, das zu behandeln war. Wenn man das im Griff hat, dann glaube ich, ist er hier erste Wahl, aber nicht unbedingt ein Stellpferd. Und auch Waldblume Venus sollte man beachten. Diesmal wieder der Trainer Robert Pletschacher im Sulki statt des Besitzers Karl Vogt. Das könnte ein Pluspunkt sein. Und die 2 vierten Plätze in Straubing und Dagelfing zuletzt, die waren sehenswert. Von daher meine 3 Kandidaten in diesem Feld. Die Startnummer 8, die Startnummer 5 und die Startnummer 1. Und ja, damit sollte man dann eigentlich schon ganz gut aufgestellt sein. Ja, es ist schon interessant auch, völlig unterschiedliche Gewinnsummen, die wir da mit dabei haben. Waldblume Venus bei knapp 10.000. Gri DiCaprio hat dann schon mehr als das Dreifache gewonnen. Und trotzdem freuen wir uns auf ein Duell, das, da bin ich völlig bei dir, durchaus einige Siegkandidaten mitbringen. Dann steigern wir uns im dritten Rennen quantitativ zumindest auf 11 Pferde. Was ja auch erfreulich ist, dass man merkt, immer mehr Pferde kommen auch wieder zurück. Das Frühling lockt langsam eben auch nicht nur die Zuschauer, sondern auch wieder all die Besitzer dann Richtung Rennbahn und mit ihren Pferden. Bei 11 Teilnehmern wird es eigentlich immer schwieriger oder sagst du, dieses Rennen ist vielleicht ein kleiner Durchschnaufer in der V6-Wette? Ja, würde ich so nicht ganz sehen. Ich glaube, es ist ein Rennen, in dem man sicherlich nicht alle 11 braucht. Das ist für mich schon klar. Ja, schon mal ein Ansatz. Aber ja, finde ich auch. Also wir schränken die Kombinationsmöglichkeiten schon ein wenig ein. Zu erwähnen sei vorweg vielleicht auch, dass wir in dem Rennen die Viererwette ausspielen mit 3.500 Euro Garantie. Also kleine Info am Rande. Von daher schauen wir uns vielleicht auch 4 Kandidaten in diesem Feld konkret an. Da wäre zum einen die Startnummer 4 Idefix. Der ist in diesem Jahr bei 4 Starts dreifacher Sieger. Konnte in Berlin und Straubing Prüfungen für sich entscheiden. In Mariendorf seinen Rekord auf 1,17,1 verbessern, hat zu sehr, sehr guter Form gefunden und der Prodigious Hengst aus der ersten Reihe sicherlich die erste Wahl. Aber er trifft mit Dexter CG, der leider aus der zweiten Reihe ran muss, ein Pferd an, der zuletzt in Budapest natürlich in diskreter Aufgabe unterwegs war. Also die Gegner waren sicherlich etwas leichter als heute, aber die Art und Weise, wie er gewonnen hat, das war sehr, sehr überzeugend. Da trabte er 1,16,8 und mit Thorsten Tietz ist er aus der zweiten Reihe hier sicherlich ein Kandidat, den es zu beachten gilt. Sehr überzeugend gewann beim letzten Start die 8 Felten Chicago. Der hat mit Peter Platzer, ich würde sagen, am ersten Renntag der Dagelfinger Saison auf den ersten 700 Metern eine Tour de Force hinter sich gebracht, musste dadurch vierte, dritte Spur, hat dann erst den Platz im Windschatten des Piloten gefunden und siegte dennoch souverän. Heute wird es für Felten Chicago etwas schwerer, nichtsdestotrotz die Form steigend sich weiter zu verbessern und damit ist er hier ein Kandidat, den es zu beachten gilt. Und wenn man dann das Feld weiter durchgeht, dann bleibt man an so einem Namen zum Beispiel wie Naimi Dream hängen. Die geht hier mit der Startnummer 1 ins Rennen. Jochen Heide im Sulki war drittplatziert in Straubing am 2.1. Hat in den vergangenen Monaten mehrfach gute Gegner gesehen und ist zu denen ordentlich gelaufen. Und von daher würde ich die so als meine Außenseiterin in diesem Feld nehmen. Das heißt, die Gemeinden, das sind die Pferde 4, 10 und die Startnummer 8. Und dazu als Außenseiterin von meiner Seite die 1 Naimi Dream.
Also 14-8 und vielleicht noch die 1 als Absicherung, dann ist man mit relativ guten Chancen dabei. Tolle Chancen haben wir auch im vierten Rennen sicherlich zu bieten, das Amateurfahren, wo ja ein Pferd schon wahrscheinlich ein bisschen herausragt mit Tyron Hill. Thomas Reuer ist der Fahrer, der aus Österreich eh eine große Fangemeinde immer hat, weil er einfach wirklich ein Top-Fahrer ist und meistens eben dann auch ja mit guten Pferden unterwegs ist. Ich glaube, die Kombination ist schon recht vielversprechend in diesem Rennen. Wie siehst du es? Ja, Tyron Hill soll beim Start in München proben für den Auftritt im Fritz-Brandt-Rennen am Karfreitag in Berlin-Mariendorf. Das heißt, um in Berlin tatsächlich vorne mitmischen zu können, sollte er diese Aufgabe lösen. Aber Vorsicht, unverhofft kommt er bekannterweise oft. Dieses Rennen hatte eine Ausschreibung, die, ja, ich sag mal, etwas exotisch war. Das heißt, es ist eigentlich ein Frei für alle, wenn man ehrlich ist. Und das sieht man auch, den Atoll Danover, die Startnummer 9, der hat 340.000 Euro auf der Uhr, ist ein Franzose, der den überwiegenden Teil seiner Gewinne in Cannes-sur-Mer unter der Regie von Stéphane Sanglant gewonnen hat. Ein Pferd, der aber auch in Vincennes sehr, sehr gut zurande kam, war dann in der letzten Zeit bei Lieven de Grote in Belgien stationiert. Und dieser Atoll Danover ist mittlerweile in München, hat Box bezogen bei Markus Gramüller. Oder bei Robert Gramüller, Sepp Sparber, Markus Gramüller, also Team Lila. Wird in diesem Amateurfahren eingesetzt. Ich sage es offen, es ist schwer einzuschätzen, denn wenn man so die letzten Formen von Atoll Danover anschaut, dann verfällt man jetzt nicht in Jubel. Wenn er allerdings so auftrumpft wie am 7.1. in Wolvega, wo er Zweiter war, da muss man ehrlicherweise sagen, dann kann auch Tyron Hill gefährlich werden. Und wenn man sich den Sprung einfach anschaut von 7.500 Euro Gewinnsumme auf 340.000, diese 340.000, die gewinnst du ja nicht einfach so. Also von daher beim Heat mal genau hingucken, wie Atoll Danover trabt, wie er zurechtkommt. Ich glaube, der Blick könnte sich lohnen. Dr. Conny Schulz, eine erfahrene Amateurfahrerin, die kann mit Thomas Reuer, wenn sie hier ein Pferd wie Atoll Danover zur Hand hat, durchaus mithalten. Und das kann offen werden. Und bekanntermaßen ist es ja so, wenn sich zwei streiten, freut sich ja manchmal der Dritte. Und nicht vergessen sollte man in diesem Akt auch Red Light DC, die Startnummer 8 mit Johann Breining. Der ist als Amateur in Österreich mit nahezu genauso viel Reputation gesegnet wie Thomas Reuer, war auch schon Staatsmeister. Und er hat hier ein Pferd zur Hand, der beim letzten Start in Dagelfing nicht unbedingt so ganz glücklich agiert hat, war Fünfter mit Stefan Hinselmeier. Da hatte man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Und ich könnte mir vorstellen, dass der auch mitmischt. Also von daher in diesem Rennen natürlich die Startnummer 4, Tyron Hill, ein logischer Kandidat. Die 9, Atoll Danover, der nach Klasse eigentlich am meisten anzubieten hat, wenn er denn tatsächlich in Ordnung ist, und Red Light DC, die Startnummer 8 mit Hansi Breining, der ja der lachende Dritte werden kann. Tja, kleine Nachfrage, Ascher Diamant für dich kein Kandidat? Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich meine, ich bringe die Klasse von Tyron Hill und Ascher Diamant noch nicht ganz zusammen, und normalerweise, das hattest du ja selber in deiner Hinleitung zu diesem Rennen gesagt, Tyron Hill eigentlich der Rausgucker, in Anführungszeichen. Wie gesagt, Atoll Danover, den musst du erwähnen, weil der einfach aus ganz anderer Klasse kommt. Der hat normalerweise mit den Pferden ja nichts zu tun. Der lief so gegen Orlando Jet und so. Gegen die Orlando Jets dieser Welt. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dann müsste das ja eigentlich für den lösbar sein. Und bei Red Light DC ist es so, dass der natürlich mit seinen 24.000 Euro Gewinnsumme auch schon andere Gegner gesehen hat, als es bei Ascher Diamant mit 9.000 Euro der Fall ist. Deswegen ist der allerdings trotzdem nicht ausgeschlossen, denn der letzte Sieg in Dagelfing war gut. Tja, also ich glaube tatsächlich auch, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den letzten Monaten mal ein Pferd am Start hatten, was 340.000 Euro Gewinnsumme hat. Oder fällt dir da eins ein? Naja, passiert nicht so oft. Wir hatten schon lange keinen mehr mit 340.000, das stimmt. Ja, dann gucken wir aufs fünfte Rennen. Und das ist insofern doppelt interessant, weil es gibt einen Dreier-Wett-Jackpot. Es gab ja beim letzten Renntag einen Dreier- und einen Vierer-Wett-Jackpot. Der Dreier-Wett-Jackpot wird also am Donnerstagabend dann ausgespielt in Höhe von gut 1.000 Euro. Also das lohnt sich auch da. Wir sind aber bei der Vorschau zur V6-Wette. Wir haben 12 Pferde mit im Angebot, also ein Dutzend. Natürlich aus zwei Startreihen. Wer ragt heraus? Ja, so richtig, dass ich jetzt sagen könnte, es ragt einer so richtig raus, das kann ich nicht behaupten. Wenn man es von oben nach unten durchgeht, ist es so, die Startnummer 1 Bavaria stammt prominent ab, ist eine Schwester von Azimut, konnte sich in den letzten Wochen überhaupt nicht behaupten. Bei dir warte ich drauf, dass sie tatsächlich mal am Start glatt eintritt und glatt über den Weg kommt. Gelingt ihr das, dann kann sie in so einer Partie mitmischen. Felton Charlene, Startnummer 2, hat vor kurzem den Probelauf in Dagelfing absolviert in 1,21,3. Der Stil war nicht schlecht, nichtsdestotrotz, glaube ich, musste sich steigern.
Von daher bin ich da etwas verhalten. Die Startnummer 5, Augustiner, unheimlich konstant, lief ein sehr, sehr ordentliches Rennen am 13. Februar in Straubing, als er gewinnen konnte gegen Hidalgo Dream und Charming Chelsea. Zuletzt gegen Indy Raya und Hidalgo Dream reichte es nur zu Rang 3, war allerdings keine Enttäuschung. Die Leistung war sehr, sehr ordentlich und von daher ist Augustiner einer, der hier definitiv mitmischen kann. Hidalgo Dream beim letzten Start sehr gut gelaufen, muss man ganz klar sagen, präsentierte sich jetzt bei den letzten zwei Starts sehr schön gesteigert und hätte jetzt langsam aber sicher den Sieg auch durchaus verdient. Dann haben wir natürlich die Startnummer 8, Marian, frischer Doppelsieger. Hat allerdings die äußere Startnummer und das wird dann schon mal nicht so ganz einfach, da eine gute Position zu kriegen, insbesondere ja in der zweiten Reihe auch 4 Pferde loslegen. Also das heißt, da eine gute Ausgangsposition zu finden, das wird die Aufgabe für Georg Frick. Wenn er die findet und einen halbwegs passenden Rennverlauf erwischt, dann kann er auch diese Aufgabe lösen. Harley Greenwood ist so ein bisschen die Wundertüte. Michael Schmidt im Sulli ist natürlich nicht ganz uninteressant. Ja, und dann haben wir den frischen Sieger Indy Raya. Hat mir sehr, sehr gut gefallen beim letzten Start. Der Maharaja Wallach verkaufte sich da in Dagelfing am 6.3. sehr, sehr gut. Die Gegner heute sind ähnlich. Es sind ein, zwei Pferde dabei, die er noch nicht gesehen hat. Und von daher, glaube ich, haben wir hier eine sehr, sehr spannende Entscheidung mit offenem Ausgang. Auf den Wettschein nehmen würde ich auf alle Fälle mal die Startnummer 5, Augustiner, die Startnummer 6, Hidalgo Dream, die 8, Marian, die 12, Indy Raya. Ja, und im Zweifelsfall so ein bisschen das Spekulationsmoment, die 1, Bavaria. Hadi? Wieder da? Jetzt bin ich wieder da. Ich latsche schon durch mein Haus, damit ich wieder den Empfang herstellen kann. Aber gut, weiter geht's. Gut, dann gehen wir ins sechste und damit fünfte Rennen der V6-Wette. Und das Live-Fernsehen hier. So, jetzt haben wir es hoffentlich hier ein bisschen stabiler. Kleine Unterbrechung im Video. Ja, das ist im Fernsehen nennt man das eine Werbepause. Aber gut. Sechstes Rennen bietet als vorletzte Chance dann hoffentlich nochmal etwas kleinere Möglichkeiten. Thomas Reuer ist auch wieder mit dabei, wieder ein Amateurfahren. Wir haben insgesamt 8 Pferde und klar, Dr. Marie Lindinger mit Ocean Blue dürfte sich wohl auch sicher zu den Mitfavoriten zählen. Also der erste Jahresstart von Ocean Blue in Straubing war sehr, sehr gut. Die Stute war unheimlich eifrig, hatte am Anfang ein bisschen Mühe mit dem langsamen Tempo, das angeschlagen war. Rudi Haller ging relativ früh in die Offensive, ließ sie dann auch treten und letztlich gewann sie ganz, ganz souverän gegen Zucker und Red Light DC. Nach dieser Leistung ist sie hier erste Wahl. Sie hat den Vorteil, dass sie die äußere Startnummer hat. Das kommt der Stute, die ja am Start bekanntermaßen etwas kitzlig ist, sehr entgegen. Und von daher hat sie hier erste Chancen. Schaut man auf die Gegner, dann sind sicherlich zu beachten die 3 Troublemaker, der hier mit guten Formen antritt und Thomas Reuer im Sulki hat allerdings zuletzt gegen Flash Gordon unterlag in Straubing und das relativ deutlich, überraschend deutlich eigentlich. Einen zweiten Kandidaten, den man auf den Wettschein nehmen muss, ist für mich Skeeter Venus mit Johann Preining. Der war zuletzt zweitplatziert in Dagelfing in 1.17.1, zeigte sehr, sehr gute Form, hat mir auch ein bisschen besser gefallen als in Straubing, wo er ja vierte Plätze sammelte über den Winter. Und ich denke, wie man im Amateurfahren in dieser Klasse auch immer auf den Wettschein nehmen kann, weil sie im Speed schon auch überraschen oder zu überraschen weiß, das ist Tiffany Diamant mit Daniela Fellner. Also die Stute gehört definitiv auf den Wettschein. Die Gustav Diamant-Tochter hat guten Speed zur Hand, braucht natürlich dafür ein bisschen Rennverlauf. Das kann in diesem Fall durchaus passieren und dann kann sie vielleicht auch für ganz vorne in Frage kommen. Also zusammenfassend, das sechste Rennen sollte welche Kandidaten mit auf den Schein haben? Also aus meiner Sicht ein Rennen, wo man tatsächlich eine Bank mal vermuten kann mit der Startnummer 8 Ocean Blue. Und wenn man tatsächlich da nicht das grenzenlose Vertrauen hat, dann würde ich hinzunehmen die Startnummer 5 Skeeter Venus, die 7 Tiffany Diamant und die 3 Troublemaker. Und zwar auch bewusst in dieser Reihenfolge. Okay, gut. Und dann werden wir so gegen 8:45 den Abschluss am Donnerstag dann dieses Renntages haben und haben das Trotteur Frances-Rennen als letzte Aufgabe auch in der V6-Wette. 9 Pferde, Bänderstartprüfung, ist es klar. Und dementsprechend eine Ausgangslage auch über den langen Weg. Also wir sind bei über 2,5 Kilometer.
Wer ist für dich da in der Pole-Position in Sachen Favoritenstellung? Also ich glaube, dass wir die besten Möglichkeiten tatsächlich zwei Kandidaten aus dem zweiten Band haben, die also 25 Meter Zulage aufholen müssen. Das ist die 7 Golden Green mit Andy Geinider und die 8 Dark Look mit Alois Ortner. Beide Pferde sind mit sehr, sehr guter Form ausgestattet, konnten in den letzten Wochen in Straubing und auch in Dagelfinken überzeugen. Und wer dann das bessere Rennen hat, der wird wahrscheinlich diese Aufgabe für sich entscheiden. Vorsichtig sollte man sein mit der Startnummer 9, Avatar Wett. Der hat zuletzt in Kitzbühel zwar keine Möglichkeit gehabt, endete letztlich mit Martin Hinterholz auf Rang 4, deutlich hinter Greedy Cabrio. Das Pferd davor allerdings mit einer, ich würde sagen, schon schönen Leistung in Wien, war da drittplatziert in 18-0 gegen einen, den wir aus München auch kennen, Flying Dream. Der war im vergangenen Jahr mal da mit Erich Kubes und von daher Avatar Wett nicht so ganz zu unterschätzen. Und wenn man aufs erste Band schaut, dann würde ich sagen, Gamble and Hope lieferte zuletzt einen guten Ansatz in 18-6 als Dritter gegen De Niro und Eusebio Durville. Das ist einer, der da schon eine Prämie holen kann, allerdings natürlich schon auch in hoher Kategorie unterwegs ist. Also ich sage es, wie es ist. Ich finde, die Voraussetzungen für einen unterhaltsamen Donnerstagabend sind geschaffen. Wir haben gutes Wetter. Wir dürfen Publikum auf der Bahn auch wieder ja ganz normal auf die Bahn lassen und eben auch erleben. Und wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen und jede Einzelne, die Lust hat, am Donnerstagabend mit dabei zu sein. Erstes Rennen also gegen 18 Uhr. Wir haben auch noch ein Qualifikationsrennen. Dazu finde ich in der V6, so geht es mir zumindest, eine bunte Mischung zwischen einigen kniffligen Aufgaben und ein, zweien, wo man eigentlich relativ smart durchkommen könnte. Da hast du vollkommen recht. Ich gehe vielleicht nochmal auf die Rahmenbedingungen für den Rennbahnzutritt ein. Es gilt 2G, das heißt getestet oder genesen. Und wir brauchen in den geschlossenen Räumlichkeiten auch die Maske, die unvermeidlich ist aktuell. Ansonsten aber keine weiteren Einschränkungen. Und geöffnet sein werden am Donnerstagabend, ja auch nicht ganz unwesentlich, der Traberstadel im Erdgeschoss des Tribünenhauses 3. Und der Sulki-Treff praktisch vor der Tribüne 1, sodass für jeden auch gastronomisch was dabei sein sollte. Tja, wie gesagt, den Sonnenuntergang gibt es auch noch obendrauf, denn Donnerstag soll wirklich tolles Wetter sein und der Sahara-Sturm soll kommen. Also es wird eine afrikanische Savannenhitze werden und darauf freuen wir uns dann hoffentlich bei diesem ersten Abendrenntag der Saison in München. Sascha, dir vielen Dank für deine Expertise. Donnerstagabend lassen wir es dann krachen mit tollen Pferden und hoffentlich sehr, sehr spannenden Rennen. Wir freuen uns. Super, ganz genauso machen wir das. Danke.